alle mal einsteigen, und zwar ins solarenergiebetriebene Luftschiff. Dieses könnte schon bald eine klimafreundliche Alternative zum Flugzeug sein. Das fanden Forschende der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und der TU München heraus. Das virtuelle Luftschiff ist etwa so groß wie die berühmte Hindenburg und mit flexiblen Dünnschicht-Solarzellen belegt. Gewicht 108 Tonnen. Heliumgas und vier Propellermotoren mit Durchmessern von rund 6,5 Metern sorgen für den Auf- und Vortrieb. Ein Like von dir, wenn du mit dem Zeppelin mitfliegen möchtest.